Der Herr sei mit euch. Ich heiße Sie alle ganz herzlich an diesem letzten Sonntag nach Epiphanias, was Erscheinung Gottes durch Jesus Christus bedeutet, willkommen. Und grüße Sie mit dem Wochenspruch aus dem Matthäus. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Am Beginn der Weihnachtszeit haben wir gefeiert, dass Gott sein Licht in diese Welt sendet. Am Tag der Verklärung des Herrn strahlt dieses Licht noch einmal auf. Der Himmel öffnet sich zur Erde. Wir hören, wie Elia mit Pferd und Wagen gen Himmel fährt. Wir staunen mit den zwei Jüngern, wie Jesus auf dem Berg verklärt wird und der Himmel offen steht. Wir können dieses Licht auch selbst spüren, denn Gott hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Lasst uns in der Stille vor Gott bedenken, was uns von ihm und voneinander trennt. Lasst uns miteinander unsere Schuld bekennen. Rüste unser Leben und unserer Kirchen aus mit der Kraft deines Friedens, o Gott. Überwinde unsere Ängste und Selbsttäuschungen mit der Verheißung deiner Gegenwart. Mach uns zu Zeichen deines Großmuts und deiner Gerechtigkeit. Erfülle uns jeden Tag neu mit dem Licht deiner Hoffnung. Das bitten wir dich, damit wir in deiner Wahrheit wandeln und Liebe üben können in deinem Namen. Amen. Nimm von uns, Herr, unsere Sünder und verleihe, dass wir mit lauterem Herzen und reinen Lippen diesen Gottesdienst begehen und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Psalm 50 zusammen. Gott, der Herr, der Mächtige, redet und ruft den Welt zu vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Aus Zion bricht an der schöne Glanz Gottes. Unser Gott kommt und schweiget nicht. Fräsendes Feuer geht vor ihm her und in ihn her ein mächtiges Wetter. Er ruft Himmel und Erde zu, dass er sein Volk richten wolle. Versammelt mir meine Heiligen, die den Bund mit mir schlossen beim Opfer. Und die Himmel werden seine Gerechtigkeit verkünden, denn Gott selbst ist Richter. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Christi eleison. Kyrie eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat,
Nun ist Gott Fried und Unterlass. Alfred hat nun ein Ende. Der Herr sei mit euch. Lasst uns beten. Gott, dein Licht überstrahlt aller Finsternis und macht das Dunkel hell. Wir sehnen uns nach Momenten, wo der Himmel oft steht, nach Momenten, wo wir spüren, dass dein Licht in uns aufstrahlt. Erfülle uns mit deinem Geist, erleuchte uns mit deiner Klarheit, beschenke uns mit deiner Liebe. Durch Christus, unseren Heiland. Amen. Sitzen Sie sich bitte. Heute die erste Lesung kommt aus 2. Könige 2. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Und er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferner, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihnen zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zu fallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Unsere zweite Lesung kommt aus 2. Korinther 4. Ist nun aber unser Evangelium verdeckt, so ist's denen verdeckt, die verloren werden, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt der Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von dir, von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eurer Knechte um Jesu willen.
den Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christus. Stehen Sie bitte vor das Evangelium heute. Heute das Evangelium und meine Predigtlesung für heute ist Markus 8, 31 bis 35 und Markus 9, 2 bis 9. Ehre sei dir, o Gott. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger und unbedrohter Petrus und sprach, Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Und er rief zu sich das Volk samt seinen Jüngern und sprach zu ihnen, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Den, wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um das Evangeliums willen, der wird's erhalten. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und führte sie auf einen hohen Berg, nur sie allein. Und er wurde vor ihnen verklärt. Und seine Kleider wurden heil und sehr weiß, wie sie kein Bleicher auf Erden so weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie redeten mit Jesus. Und Petrus fing an und sprach zu Jesus, Rabbi, hier ist für uns gut sein. Wir wollen 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren ganz verstört. Und es kam eine Wolke, die überschattete sie. Und eine Stimme geschah aus der Wolke, Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und auf einmal, als sie um sich blickten, sahen sie niemand mehr bei sich als Jesus allein. Als sie aber vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus, dass sie niemandem sagen sollten, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn auferstünde von den Toten. Das Evangelium Christi. Lob sei dir, o Christi. Wir zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sitzen Sie sich bitte. There's a word that we hear a lot of in various places, in books. People speak about it. Lots of people have meetings about it. And that word is vision. Having a vision. Having a vision for the future. Who could be against vision? A vision means that you can see. You have a direction. You have a goal. You know where you want to go. A vision is what fuels and motivates and drives us. Someone has defined vision as this. A vision is a picture of the future that produces passion. A vision, so that means that you have a picture of the future and the vision is what gets you to want to go there. The problem is, of course, is that there are a lot of passionate people out there with all kinds of pictures of the future and all kinds of visions. Some of them are good, some of them, well. It makes me a little bit nervous, I have to admit, when people talk about having visions, because I know in my head that visions do happen. Visions occur all over the Bible. God appears regularly to people in visions in the Bible. And there are many people I have met over my years as a pastor that I respect deeply who have talked to me honestly about visions from God that they have been gifted with, that have comforted them and guided them and encouraged them. Who am I to argue? But I am still cautious because I know myself and I know my brokenness and I know how my heart can be very self-centered and how easy it can be to take and twist my own desires and wishes and dreams and stick on them the label, God spoke to me, God told me, God gave me a vision. And then expect everyone to rally around and say amen and jump on board. Think about history of our world. How many horrors and tragedies in our world have begun with someone's religious vision, so-called. The comedian Lily Tomlin, maybe some of you remember her, once said that, why is it that if I talk to God, you call it prayer, but if God talks to me, you think I'm crazy? Well, that's a bit extreme. Visions do happen, as I said, but it's also fair to say that we have to be cautious and careful when it comes to visions, especially if we say that it is God who is doing the talking. Today is Transfiguration Sunday, Verklärung Sonntag. In our gospel, we have the story of a vision. Jesus takes his inner circle, Peter, James, and John, and climbs a mountain where Jesus is transfigured, in English, or another way of saying it is metamorphosized, which might not help you understand, as the original language says. But really, transfigured is a word that means changed. Jesus is no longer on that mountain, the man on the street. Now he glows with a shining heavenly brightness, and beside him stand Moses on one side and Elijah on the other side, and the voice of God speaks from the clouds, "Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören." Now this is a vision that cannot be doubted. This is a vision to behold. What is the purpose of this vision? Why is it included in all the Gospels? That's not so easy for us to answer. But if we're going to answer this question, we have to look at the bigger picture of what is happening in the drama of Mark's Gospel. The Transfiguration story doesn't stand alone, and that's why today in our Gospel reading we have two parts. The official reading for today is Mark chapter 9, but I had to include the little section from the chapter before, chapter 8, because that has a lot to do with
with what's going on today. Mark begins the story of the Transfiguration with three important words. He says, nach sechs Tagen, nach sechs Tagen. That's important. 6 days later. And we ask, well, 6 days later than what? 6 days after what? When we hear 6 days later, we have to realize, we automatically think, well, what happened before that makes him say this? We have to look back to what was going on 6 days before the Transfiguration, back in chapter 8. And if you look at that section, you will see that we find Jesus still in Galilee, teaching and healing. He has already healed a paralyzed man, and before that, a leper, and before that, as we heard last Sunday, Simon's mother-in-law, and many others who were sick and demon-possessed. And we have read these stories over the last several weeks in our gospel reading. And finally, in chapter 8, Jesus asks Peter the question, who do you say that I am? And Peter right away says, you are the Christ. And that's a good answer, Peter, we say. And this all happens right before the trip up the mountain that we heard of today. Jesus begins to change the focus of his teaching. And now no longer is he focusing on miracles and healings and signs and wonders, but he begins to say strange things like this. Das Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Mark then adds the important phrase, he said this quite openly. But Peter's heart and mind were not open, not to this new teaching. Peter, as only Peter would dare do, takes Jesus aside and rebukes him. He says, don't talk about death, Lord. This can't be right. Quit talking like that. We don't want to hear that. Let's get back on track. Let's get back to all the miracles and the healings and all the good stuff. And Jesus' answer is well known, and it stings. Geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist. Jesus continues and talks to all of his disciples and tells them that those who follow him will have to pick up their own crosses and follow. They will have to lose their life in order to save it, to not be ashamed of the gospel, so that the Son of Man will not be ashamed when he returns with the angels of God. So things were changing and changing quickly. This group of disciples were at a crossroads, a fork in the road. There was no more wandering about Galilee. It was time to head for Jerusalem, time to move toward the cross. And for the disciples, this new talk about a cross and about death could only mean one thing, the end of it all, the end. Because for them, death could only mean the end, the journey's end, the vision's end, the future's end. And so with all of this on their hearts and minds, Peter and James and John begin to walk up the mountain to this glorious vision. That background information is very important. 6 days later, they walk up the mountain and they see Jesus in this glory. And they were stunned, as we all would be. How could they have expected this glimpse of glory after all those horrible predictions that Jesus had made 6 days ago? On this mountain, there was no cross. There was no dying. It was just glorious and overwhelming. And they didn't want to leave. No wonder Peter was desperate to seize the moment and hang on for dear life. He said, let's build a house. Let's build a temple. Let's build a museum right here. Whatever we have to do. Because this is the Jesus we want to see. This is the Jesus we want to hang on to, bright and glowing and powerful and shining bright with Moses on the right and Elijah on the left.
We don't want to hear about that cross stuff. We don't need to. That cross talk must have been a mistake, because this on the mountain is the real thing. But of course, the vision doesn't last very long. And to their frustration and confusion, as soon as they start walking down the mountainside, Jesus starts talking again. And he seems to talk as if none of this had just happened. He says he ordered them to tell no one about what they had seen until after the Son of Man had risen from the dead. Poor Peter. Jesus is back to that dying talk again. And the story today ends with the words, "They kept the matter to themselves, questioning what this rising from the dead could mean." So that's the big picture of what's happening today. The talk has changed. The direction of Jesus' journey has shifted. Now they are on their way to Jerusalem, to the fulfillment of our Lord's mission. And the talk is about crosses and suffering and dying and rising. And the disciples really have no idea what any of this means. But I'm not sure this vision was really meant for Peter or James or John. It's almost like they were too close to the action to see the big picture. I imagine instead the first people that read Mark's gospel 2,000 years ago, the first church, the earliest Christians, who knew very well what Jesus meant when he said, "Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren." They knew. They knew what that meant. Because they knew their own story. They were living it. At the time of Mark's gospel being written, Christians were hiding in the catacombs in the sewers of Rome. They were losing their jobs. They were being blamed for every problem in the Roman Empire. Some were losing their lives and families because of this Jesus they had chosen to follow. Regularly, they were being asked to keep walking to the cross and to carry it themselves. So how would these first Christians receive this vision? How would they read the story of the Transfiguration? What would they see in this shining bright Christ, glowing and triumphant even while on the way to the cross? What message would they take from the voice of God in the clouds? Wouldn't they hear God calling out not only to Peter and James and John, but to all of them, to all disciples of all time, to you and to me today? "Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören." Wouldn't they and us receive from this vision that the way of suffering, the way of life losing, the way of servanthood and sacrifice, the weak way, the humble way, is the way that God blesses? We too today can open Mark's book. We can read about this vision called the Transfiguration every year just before Lent. And then we have a choice. We can close the book again and say to ourselves, "My, that's a strange story. Interesting, mysterious, but it has nothing to do with me." And then we can get back to the business of chasing after whatever vision we have created for ourselves, a vision that suits us, and there are so many to chase after. Or we can open the book. We can read the story of the Transfiguration and proclaim with Mark, "There is one way God blesses, one way that will show the truth and love and glory of God. It is the way to Jerusalem. It is the way to the cross. Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören." Shortcuts are everywhere on the journey to the cross. Detours are around every corner as we travel. There are all kinds of visions flying around us. There are lots of visions we may choose. They are easy. They are attractive. Visions like this,
Everyone should choose their own spiritual road. Everyone should find the road that suits their own lifestyle. Or God wants you to succeed. God wants you successfully and to be successful and rich. You are number one. Jesus loves my country more than yours. Jesus hates the same people I hate. Jesus expects nothing from me except what I feel like giving. Christianity is an easy road. It's only blessing upon blessing. There is no price to pay. These are all visions of following Jesus, and they are loud visions, and they are popular visions, and they are common visions, and they are all false visions. They're not true. There is one vision we don't hear much of, and it is hard to hear amid all the banging of competing visions out there. We don't want to listen because this vision will cost us. But we must listen, friends. We must listen, Church St. John's, because no people, no church is faithful if we take a detour or sidestep this vision. Jesus calls us to follow him to the cross, and that means that we exist to give ourselves away for the sake of the world. Just as Jesus did, so does his church. On Transfiguration Sunday, God the Father blesses the road chosen by the Son. God the Father blesses Jesus' vision laid out in these words, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Den, wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. From the clouds today we hear the words, Das ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. We follow this road to the cross. We exist to give ourselves away for the sake of the world, just as Jesus did, so does his church. There's no sidestepping, there are no detours, there are no other roads, there are no other visions, but the cross alone. May God give us grace, strength, and courage to follow the road of the cross. Amen. Im Namen des Vater und des Sohn und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott des Lebens, Gott voll Licht, wir kommen zu dir mit dem, was uns bewegt. Wir wollen die Welt neu sehen in deinem Licht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir bitten dich, erleuchte deine Kirche mit deinem schöpferischen Licht. Schenke Weisheit und Klarheit, dass dein Wort laut wird in der Welt. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich für alle Schöpfung, die von deinem Licht lebt. Erhalte Schönheit und Vielfalt und leite uns an, zu bebauen und zu bewahren, was lebt. Wir rufen zu dir. Dein Sohn ist uns vorangegangen in allen Höhen und Tiefen des Lebens. In seinem Leiden ist er den Niedrigen nahe gekommen, damit ein neues Licht auf ihre Not fällt. Sei mit allen Menschen in Verantwortung, in Politik und Gesellschaft, in Wirtschaft und Kirchen, dass sie den Weg des Dienstes wählen, damit alle Menschen zu ihrem Recht kommen. Wir rufen zu dir. Wir beten für unsere Nachbarn, Familie und Freunde, die während dieser Pandemie mit Isolation, Einsamkeit, Angst und Ungeduld zu kämpfen haben. Sei ihnen Kraft und Stärke gegeben, dass sie ihr Leben beherzt annehmen. Wir rufen zu dir. Wir bitten dich für unsere Kranken, für unsere Sterbenden, für alle, die trauern. Lass dein heilsames Licht leuchten, heute wie für
Wanda Krampholz und Ed Frist beten. Wir rufen zu dir. Deine Treue befehlen wir alle an, für die wir gebetet haben, durch Christus unseren Herrn, Heiland der Welt. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Seid mutig und stark, habt keine Angst und lasst euch nicht von ihnen einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Amen. Sitzen Sie sich bitte. Herzlich willkommen. Welcome everyone to worship today. I just have a couple of announcements. Lent begins in a few days, believe it or not. The time is flying. We begin with Ash Wednesday, Asher Mittwoch, and we're having this year a service at noon on Ash Wednesday, a simplified service of the word and prayer, and you are welcome to come and help us and begin your Lenten fast and journey Wednesday at noon here at the church. Also a reminder, we are only 2 weeks away from our annual meeting, and the 28th, of course, the important thing for you to remember, the 9 o'clock people, is that we're having one service that Sunday at 10 o'clock combined, German and English, so there's no 9 o'clock service on the 28th. There is next week, but the 28th there isn't. So come at 10 o'clock, and right after our joint worship, we'll have our annual meeting right here in our sanctuary area.